finanzielle Ungewissheit also. Aber sportlich ist die Linie klar. Trainer Heiko Herrlich hat gesagt, jetzt wollen wir es erst recht wissen. Jetzt kam man aber heute nach Rostock und da war sozusagen die nächste ungewöhnliche Sache, auf die sich die Regensburger einstellen mussten. Christoph Nahr. Diese beiden Damen freuen sich über ihren ruhigen Arbeitstag. Die Rostocker Spieler üben sich derweil in sarkastischem Humor, winken für die nicht vorhandenen Zuschauer. 200 dürfen ins Stadion, das ist nicht viel, wenn 29.000 Platz fänden. Das Niveau passend zum Geisterspiel, gruselig zu Beginn. Aber nach 20 Minuten ein Aufreger, Rostock mit Tobias Jenicke. Schöner Pass auf Christopher Quiring, Philipp Pentke kommt raus, hat den Ball und dann kommt Marcel Ziemer, der dem Jahn schon mal 4 Stück in einem Spiel eingeschenkt hat. Diesmal verpasst er. Christian Brandt, der Ex-Regensburg-Trainer, sieht wenig von seiner alten Mannschaft. Erst kurz vor der Halbzeit taucht sie auf. Jan George auf Erik Tommy, der macht das gut. Der Schuss aber abgefälscht von Dennis Erdmann und Torhüter Marc Schuhen will noch etwas zur Erheiterung der sehr wenigen Zuschauer beitragen. 0:0 zur Pause. Heiko Herrlich will deutlich mehr von seiner Mannschaft sehen und zumindest Benedikt Zaller hat gut zugehört. Pass auf Grüttner. Und den muss er machen. Der neue Torgarant beim Jahn, 5 Tore in den letzten beiden Spielen. Heute hindert ihn bisher Rostocks Torhüter Marcel Schuhen daran. Regensburg zeigt sich jetzt, ist die bessere Mannschaft. Jan George auf Benedikt Zaller, der heute ein starkes Spiel macht und Marcel Schuhen immer wieder herausfordert. Das Spiel jetzt um etwa 14 Klassen besser als vor der Pause. Jetzt mal Rostock. Der eingewechselte Stefan Andrist macht viel Dampf über rechts, aber vergisst zu zielen. Glück für den Jan. Regensburg deutlich näher am Siegtreffer. Ecke, Erik Tommy. Nach einer verlängert Jan George, Latte, Leis haut drüber. War es Hand? Nachschuss Andreas Geipel. Hier ist plötzlich was los. Erst die fast perfekte Eckenvariante mit George Lattentreffer. Und dann ist die Rettungsaktion der Rostocker nicht elfmeterwürdig. Das Spiel neigt sich dem Ende zu. Hansa, eins der heimschwächsten Teams, will es noch mal wissen. Langer Schlag vom Torhüter. Und das ist Tobias Jenicke. Jenicke und Pentke. Starke Parade des Jan-Keepers. Die zweite Halbzeit hätte sogar viele Zuschauer verdient gehabt. Die letzte Chance für Hansa. Neuzugang Bischof auf Andrist. Nanzig und Pentke kommen fast zu spät. Es bleibt beim 0:0 im Geisterspiel. Ja, wir wollten gut stehen, wir wollten gut absichern nach hinten, wenig zulassen, zu Null spielen, das haben wir geschafft. Die beiden Großchancen in der zweiten Halbzeit waren durch Fehler von uns eingeleitet worden. Und das Spiel nach vorne war eigentlich sehr gut, bemängeln halt einfach, dass wir die Torchancen so nicht ausnutzen konnten. Eins ist heute deutlich geworden, mit Zuschauern ist es irgendwie schöner beim Fußball. Das ist so. Wir